Oliver Kalkofe. Yeah. Yeah. Ja, Wahnsinn. Wie wir festgestellt haben, immer zu den 100. Folgen ja, komme ich zu euch. Stimmt, damals auch immer bei euch. Ja. Ja, Nils und Mario sind natürlich mitgereist. Hallo, ist ja klar, hallo. Das nicht gehört. Und wir haben überlegt, was können wir denn mit dem Kalki spielen? Und dann fiel mir ein, ich habe doch diese alte Trivial Pursuit Edition, die TV-Edition von 1996. 20 Jahre alt, das Ding. Okay. Großartig. Und ich habe gerade erzählt, dass ich die auch mir irgendwann damals ganz stolz gekauft habe, weil ich das so super fand, dass es endlich mal eine Edition gab mit Themen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr weiß. Also damals jedenfalls gedacht, im Gegensatz zu der normalen. Und ich glaube, ich habe die, wenn immer noch eingeschweißt bei mir zu Hause stehen oder irgendwo im Keller liegen, weil danach niemand die freiwillig mit mir spielen wollte. Weil die immer, nee, da habe ich keine Lust, das aufzunehmen. So, in welchem Jahr wurde die ZDF-Hitparade erstmals ausgestrahlt? Oh. 1969, 76 oder 79? Ach komm, Kinder. Das war ein Alter, ich auch. Das müsste 76 gewesen sein. Nein, nein. Ach, 69. Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, wie lange es die gibt. Live aus Berlin, der Dieter, der Thomas, der Heck. Genau. Welcher Männerstar nahm 1992 eine vielbeachtete Rockplatte auf? Männer kursiv. Also. Welcher Männerstar nahm 92 eine vielbeachtete Rockplatte auf? Ja, das Lied Männer ist damit gemeint. Nein, Männerstar. War nicht nur ein Lied. Er hat schon vor Rockplatten aufgenommen. Es war nicht nur ein Lied. Männerstar. Männerstar. Ne? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich glaube doch einen Männer. Film, der auch Männer hieß. Ah! Wer löste Hans-Joachim Friedrichs als Tagesthemenmoderator ab? Oh Gott. Mein Gott. John Belushi. Jahrelang. Aha. Ja. Ja, voll, jetzt verunsichere mich noch, damit ich mich richtig schlecht fühle. Mr. Tagesthemen, sagt man sogar. Einer der Mr. Tagesthemen. Na komm, das ist doch einer der Mr. Tagesthemen. Mindestens 10 Jahre war das, wenn nicht sogar länger. Danke, Berghoff. Wer spielte die drahtige Emma Peel? Oh, Alter, nee! Meine Frage! Ach, klein hier eine Folie. Das ist aber für mich gemacht. Diana Reed. Dame Diana Reed. Ja. Meine Frage. Ich meine, das ist aber vielleicht bekannt, das sieht jetzt ja fast wie manipuliert aus, weil ich ja wirklich lebend größter Avengers-Fan bin. Ich auch. Wie heißt der Partner von Diana Rick, der mit Schirm und Melone aufhört? Das ist doch nicht wahr! Deswegen sage ich gerade schon, ey, ja. Wie viele ausgerechnet die? Ausgerechnet die? Aber komm, das nimmt uns keiner ab. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.